Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zum F1 Manager 23 bei Red Bull und Vettel und Ricardo. Erster Part habe ich ja schon circa vor einer Woche, glaube ich, gestreamt. Und ja, dieses Projekt hier mit Vettel und Ricardo habe ich im ersten Stream dann eh schon erklärt, wie es dazu gekommen ist, mehr oder weniger. Verzeihung. Heute nehme ich mal ein Bad auf, weil ich jetzt ja eine Woche in Urlaub bin, eine Woche auf Griechenland, und der Bad wird wohl irgendwo dazwischen mal einfach so erscheinen. Für den einen Part habe ich jetzt mal Zeit auch zum Aufnehmen. Das ist neben meiner Hauptkarriere sozusagen mit Ferrari hier, die Nebenkarriere ein bisschen aus Fun hier mal angefangen. So einmal die Woche oder so, einmal alle 2 Wochen auch hier, dass wir ein bisschen weiterspielen und schauen, ob man mit Vettel und Ricardo über die Saison den Vorstand glücklich machen können und nicht rausgeschmissen werden. Es ist meiner Meinung nach jetzt aktuell noch vor dem August-Badge, dieser 1.6er müsste das sein. Nur so als kurze Info, dieser Spielstand mal, also da ist das noch nicht mit dabei, sollte der schon inzwischen mal ja, am Server sein und schon mal aktiv sein, bei mir noch nicht. Egal. So, erstes Rennen haben wir gemacht. In der letzten Runde hat uns leider ein in Führung liegend, dass ich es rausbringe, mit Vettel dann gedreht. Es war etwas Pech. Und ja, Ricardo ist auch eh Zweiter geworden und Vettel halt Gott sei Dank nur auf P4 zurück, nirgends eingeschlagen. Und ja, Leclerc ist uns dann immer näher gekommen. Das hätte man können schaffen ohne Dreher. Wäre zwar knapp geworden, aber es wäre sich ausgegangen. Aber egal, so ist auf jeden Fall, glaube ich, mit diesem Fahrerduo etwas spannender, die Challenge. Wie gesagt, auf Race Department habe ich mal die Fahrer runtergeladen, diese Mod Retired Drivers, glaube ich. Da kann man eben Vettel dann sich holen. Und ja, über WeMod habe ich dann den Kontostand auch ein bisschen umgebessert, dass ich eben so genau starten kann und jetzt eben genau so weiterspiele, habe ich im ersten Part auch, im ersten Stream erklärt. Aber jetzt geht es wieder ganz normal weiter, so kann man das alles schön herrichten, wie man dann spielen will. Gut, Posteingang haben wir nichts drin. Jetzt in der Anfangsphase braucht man auch bei den Autos nicht wirklich was machen. Ich weiß gar nicht, ob ich im ersten entwicklungstechnisch, aber sind wir eh schon am Start, ja perfekt. Da brauchen wir noch nichts fertigen. Wenn die ersten Teile fertig werden, werden wir das auch fertigen. Das Gute ist hier, ich kann natürlich auch ein bisschen cutten. Wenn ich mal irgendwo länger überlege, dass wir das kurz und knackig machen. Wir haben ja hier Porsche haben wir ja auch geholt. Das haben wir aber, glaube ich, ganz regulär gemacht. Oder habe ich das offscreen gemacht? Weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Hätten wir da auch, wenn wir weiterspielen sollten, auch einen Nachwuchsfahrer, einen guten. Der hat, glaube ich, am meisten Potenzial, was ich so gesehen habe mal. So, weil Boxencrew, das ist auch immer so eine Geschichte. Da bin ich ein paar Ferrari auch stellenweise ein bisschen am Verzweifeln. Aber ich habe schon mal mitbekommen, das kann ich euch auch hier noch einmal ganz kurz erklären. Wer es noch nicht, ich habe es auch nicht verstanden. Erst nach, ich weiß nicht wie lange. Da steht zweimal Gesamt, ist aber jetzt so, glaube ich, nicht richtig. Weil da ist Gesamt, das ist für die komplette Boxenzeit in diesem Monat oder bis zum letzten Tag ist das an und für sich gerechnet. Das heißt, pass auf, wenn wir hier drauf gehen, kann man hier einzeln auf die Tage rauf und ihr seht recht, wie sich da die Werte verändern. Und da sieht man erst zum Beispiel Dienstag hier in der zweiten Woche, wie die Werte dann sein werden mit der aktuellen Einstellung. So. Und theoretisch müsste es hier eigentlich genau der Wert sein. Von da, oder? Ja, genau, das habe ich richtig schon einmal jetzt, ich zumindest für mich, so entdeckt. Vielleicht habt ihr es eh schon früher erkannt. Und ja, das Wichtigste für uns ist jetzt eigentlich, wir sind ja hier fertig. Also fertig. Das Rennen sind wir gefahren und wir sind jetzt hier. Im Prinzip ist jetzt einmal wichtig für uns, nicht der gesamte Plan eigentlich in dem Fall, sondern auf Gesamt. Ist ja eigentlich falsch, sondern da stehen, weiß ich nicht, keine Ahnung, was anderes, aber nicht gesamt. Einzelner Tag oder ich weiß es nicht. Wenn wir hier drauf gehen, wie es hier ausschaut mit der Sache. Autokonstruktion haben wir hier nicht so gut.
Müdigkeit ist so bis dahin noch okay. So, ich schau es eigentlich nur bis da an. Da, was da hinten passiert, ist uns egal. Ich würde vorschlagen, wir werden einmal einen Ruhetag trotzdem einlegen, dass wir da wirklich am Renntag, schaut mal hier, richtig ausgeruht sind. Ich weiß nicht, es wären. Ach, da sind wir noch perfekt ausgeruht, ja. Und dann natürlich am Renntag, wenn wir da ja auch arbeiten. Da starten wir mit 8%. 28, okay. Das heißt, hier sind wir eh komplett ausgeruht. Aber wenn wir hier komplett ausgeruht sind, dann können wir ja gar nicht weiter runterkommen, theoretisch. Wenn ich jetzt bin ich aber mal gespannt. Das kann ja gar nicht gewesen. Wir sind hier 100% ausgeruht. Eigentlich. Wenn ich jetzt hier noch einmal auf Ausruhen gehe. Wir kommen noch drauf, Freunde. Dann geht es nicht weiter runter. Okay, das stimmt die Theorie. Dann können wir hier das Training machen. Beziehungsweise, ne, wir machen ein bisschen Fitness. Dann schaffen wir nämlich auch hier ein bisschen was. So, ich stelle das jetzt mal kurz ein, alles, so wie ich es haben will in der Woche. Das brauche ich also nicht unnötig mitnehmen, komplett, und zeige es euch gleich. So, habe jetzt nicht krass was umgestellt, aber ich habe Training für den Boxenstopp selber, dann Fitnessstudio. Einen Tag freigegeben, wie gesagt. Hier noch einmal auch Autokonstruktion mit dabei. Das ist dieser Wert dann da unten und. Das Wichtigste habe ich jetzt auch gerade selber wieder rausgefunden. Ich komme immer wieder auf mehr drauf, dass man hier einen Tag, bevor es losgeht, wirklich komplett ausgeruht ist. Das ist das Wichtigste. Ich setze da diesen, da sind wir auf 2%. Da rechts seht ihr es ja. Ich komme jetzt hier nicht rüber, leider. Ah, jetzt kann man es sehen, ja. Da sind wir mit dem Wert hier ganz unten. Das ist am Donnerstag sozusagen. Ja, Donnerstag ist das am wichtigsten. Okay, passt. Haben wir das mal eingestellt. Das heißt, wir gehen von der Zeit runter, Autokonstruktion geht auch plus 0,04, das passt, das Verständnis fürs Auto sozusagen. Fehlerwahrscheinlichkeit geht natürlich auf den einen Tag rauf, aber bis hierhin ist alles im grünen Bereich. Da könnt ihr es ja einstellen, wie ihr dann wollt. Und ich würde sagen, für mich passt das mal. Änderungen bestätigen. Sehr schön, haben wir das erledigt. Bis zum nächsten Grand Prix, perfekt. Ja, Jonathan Wheatley, ich weiß gar nicht. Was sich da ändert, wenn wir da einen 85er hätten zum Beispiel. Keine Ahnung. Ist uns aber jetzt relativ rillemal. Die ganzen Leute brauchen wir uns jetzt auch nicht wirklich damit beschäftigen, dass wir da schnell weiterkommen. Da haben wir ja einiges schon am Start. Ich weiß nicht, ob wir das, die ganze Kohle gleich rausballern sollten. Glaube ich aber nicht. Wenn wir so ein bisschen ein Reserve haben dann fürs Bauen und Forschen und das Ganze, das kommt eh noch. Ist das definitiv ja auch kein Fehler. Ja, die 3 jetzt für den Anfang reicht einmal und jetzt müssen wir eh weitergehen. Genau, mehr können wir jetzt eh nicht machen eigentlich. Gehen wir mal weiter, schauen was passiert. Okay, Upgrade abgeschlossen, da brauchen wir noch nichts konstruieren. Die Post ist nur noch einmal die Info, machen wir weiter. Chassis C2. Chassis C2. Bauen wir gleich einmal 3 Stück. Oder 4. Das ist die Frage. Machen wir mal 3, dass wir da schneller frei werden. Warte mal, wie wissen das? Ja, das ist schon ein paar Tage. Und im Notfall bauen wir eins nach. In 7 Tagen wäre es dann fertig. Also sofort, wenn eins zerstört wird zum Beispiel, bauen wir eins nach. So machen wir das einfach mal, würde ich sagen. Wir forschen dann ja eh wieder weiter auch. Machen wir mal 3 Stück. Ich weiß, die KI will immer, dass wir 4 haben. Oder das spielt, gibt uns immer eine Warnung. Aber wir gehen mal so rein. So, machen wir mal weiter. Da ist er schon. Da sagt er schon zu knapp. Aber wir können im schlimmsten Fall auf ein Chassis zurückspringen, also das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, bei beiden ist es knapp, ja. Ist jetzt schon fertig? Ne, das dauert noch. So, fortfahren. Vorstandsbüro, jawohl, ist auch fertig.
Wieder die Post, danke, sonst haben wir nichts. Heckflügelentwurf, sehr schön. Lass uns da auch drei Stück bauen. Wobei Heckflügel, Heckfrontflügel, machen wir mal vier Stück. Das geht ja eh ein bisschen schneller, dann machen wir vier Stück, dann sind wir da safe. In zwei Tagen kommt schon das erste Teil. Das passt uns ja optimal. Genau. Beginn das mal. Ja, wir müssen uns auch überlegen, welchen Fahrer wir, ob wir Vettel oder Ricardo die besseren Teile als erster reingeben. Ich mag's mal bei Vettel. Ich mag's mal bei Vettel. So, Wetterstation. Jawohl, haben wir da mal Stufe 2 zumindest. Immerhin. Monika, danke für die Info. So, was kommt jetzt noch? Okay. Können wir schon Frontflügel auch bauen, die sind noch nicht fertig leider, aber... Vier... What? Da steht ja nur ein Notfall, what? Hä? Okay, was verstehe ich da jetzt gerade nicht? Wieso kann ich das nicht umstellen? Ach, da muss ich vielleicht... Ja, die normalen haben wir einbaut, das ist klar. Ja. Ah, wir haben nur zwei Slots in der Fertigung, oder was? Ah, ernsthaft? Nee, warte mal. Aufgrund einer Sponsorverpflichtung nicht verfügbar. Ach so, das habe ich, okay. Habt ihr das mitbekommen? Ich habe es gerade nicht mitbekommen. Okay. Gut, dann können wir leider keine neuen Frontflügel bauen. Da ist halt so, da sind halt die Sponsoren am Start. Red Bull oder was? Nee. Keine Ahnung. So, die Frage ist jetzt nur, ich muss schauen, wie lange ich noch Zeit habe jetzt zum Aufnehmen. Es könnte durchaus sein, dass wir hier mal jetzt einen kurzen Manager-Part machen und im nächsten Part machen wir dann das Rennen, aber wir werden... Ich glaube, ich mag so wie mit bei Ferrari. Da kann am wenigsten schief gehen. Ich muss noch schauen, ich muss mir das erst einmal in aller Ruhe anschauen, dass ich zum Beispiel das Quali dann selber manage. Aber ja. Das muss ich mir auch, wie gesagt, in aller Ruhe mal anschauen. Jetzt habe ich heute mal Zeit noch am Nachmittag, jetzt am letzten Tag. Jetzt ist ja Mittwoch mein Aufnahmetag. Morgen dann geht's los in den Flieger. Vielleicht kann ich am Nachmittag noch ein bisschen mal reinschauen und so mal irgendwo ein Team nehmen, mal abspeichern. Vorher dann einmal automatisch lassen, die Platzierungen anschauen. Und dann einmal selber managen, also wieder laden, den Speicherstand von vorher, vor dem Qualifying und selber managen und schauen, ob ich da besser, schlechter, gleich schnell unterwegs bin. Das natürlich ein paar Mal auch, nicht nur bei einmal. Und dann einmal schauen. Ja, ich sage mal, die Ferrari haben jetzt eh nicht so schlechte Erfahrungen gemacht mit einem automatischen Qualifying. Wir waren immer Top 4 drinnen, alles immer gut. Im Großen und Ganzen. Keine Ahnung, ob man da wirklich mehr rausholen könnte noch. Aber es war ja auch ein bisschen zeitbedingt, dass wir da schneller vorankommen. Nicht nur aus praktischen Gründen. So, jetzt geht's zum Rennwochenende. Das Wichtigste ist, ob wir jetzt schon, aber das hätte uns ja geschrieben, aber ich check's trotzdem immer wieder durch. Ja, und da haben wir es schon. Da haben wir gar keine Info bekommen, oder was? Da bekommt Vettel gleich einmal hier das 1er-Chassis. Das haben wir schon mal fertig. Frontflug ist 0. Heck haben wir auch einen. Komm, bekommt auch Vettel. Wir müssen ja einen... Also wir hätten es können eigentlich auch aufteilen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Frage ist, setzen wir jetzt wirklich auf einen? Gut, da brauchen wir auch noch nicht schauen. Weil, solange alles im grünen Bereich ist hier, ja, wie gesagt, 9 und da brauchen wir erst nach, ich weiß nicht. 6, 7, 8 Rennen mal schauen, dass wir dann die Teile, die gelb werden, nur mit dem Training einsetzen und die frischen Teile dann fürs Rennen und Qualifying verwenden.
Ja, das ist die Frage. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ob man da Vettel, Ricciardo, ob man das aufteilen sollen, wenn jetzt zum Beispiel zwei frische Teile kommen oder ob man nur Vettel setzen zum Beispiel. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Bewertung ist ja relativ gleich. Er ist überall auf 82. Ich glaube, da haben wir eh schon mal geschaut. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Ricciardo, ja, er hat die Geschwindigkeit nicht so. Dafür ist er hier ein bisschen besser. Anpassen kann er dafür nicht so. Tja, schwer zu sagen. Ja, nasse Strecke, Tempo, kurze Fahrten ausgewogen. Ja, nasse Strecken. Ja, rein vom Speed her ist wahrscheinlich Vettel dann doch. Ja, die Tempo 80, ja. Und er, naja, gut, 82, okay. Ist er doch ein Ticken schneller, aber ja, wir machen es einfach mal so. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr es auch gerne reinschreiben. Aber ich gebe jetzt mal beide neuen Updates in Vettel. Natürlich hätten wir es können splitten. Heute machen wir es mal so, würde ich sagen. Ja, die haben ja noch 4 Jahre Vertragsdauer. Also wenn er nicht kündigt, weiß nicht, ob das Spiel macht. Oder wir nicht gekündigt werden, haben wir dann noch vielleicht die eine oder andere Saison auch weiter, die wo wir Spaß haben können. So, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Mini-Cut und check nochmal alles in Ruhe durch. Das ist natürlich auch ein bisschen besser als beim Stream. Da will ich auch nicht zu lange warten lassen und schau einfach mal rein. Schau noch einmal durch mit der Pause-Funktion jetzt, ob ich da noch was Essentielles vergessen habe für lauter Reden hier. Ja, genau, hier schauen wir noch kurz rein. Erreichen des Qualifyings, dass wir hier ein bisschen Kohle reinbringen. Sollte es immer auch machen. Anzahl der Fahrer, beide natürlich. Hoppala. Immer auf nichts vergessen, auch zu bestätigen. Das schaffen wir mit Red Bull. So viel Vertrauen habe ich. Auch hier. Ich sag mal, Platzierung. Ich sehe, da, CC, da können wir, kann man ein bisschen runtergehen. Bekommt man immer noch genug Kohle. Das ist dann, wenn man sagt, beide Fahrer. Q3. Moment. So, sorry, ganz kurzes Cut meinerseits. Genau, Anzahl Fahrer 2, Qualifying mindestens 8er, das sollte man relativ safe dann bekommen. So, würde ich euch immer empfehlen, da das mitzunehmen hier, die Kohle. Aber das wisst ihr wahrscheinlich eh. Trotzdem ist das eine gute Einnahmequelle, wenn man da relativ safe reingeht. Riskieren muss man da nichts für ein paar Tausender mehr. Da will ich lieber safe was mitnehmen, bevor ich da unten das bearbeiten. So. Ne, schnellste Runde will ich eigentlich nicht. Zielplatzierung. Wieso kann ich das nicht ändern? Moment. Okay. Achso, wenn man da schon eingestellt, oder? Ist das schon irgendwas vom ersten Rennen? Anzahl der Fahrer, Zielplatzierung, zweiter. Mindestens Platz 2 mit wenigstens einem Fahrer. Okay, wieso kann ich das nicht ändern? Weiß ich nicht. Wenn wir das hier tun. Ne, das ist nur die schnellste Runde, die will ich aber nicht. Das ist mir zu risky. Und da haben wir 1 von 4. Was habe ich denn da eingestellt überhaupt? Mit einem, oder habe ich da was eingestellt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, können wir eh nicht ändern. Das ist, ja. Mit zwei Fahrern? Egal. Schauen wir uns nach 4 Rennen nochmal neu an. So, passt. Alles safe. Da können wir nochmal kurz reinschauen. Auf jeden Fall ein Einstopp-Rennen. Ja, die Zeitverlust. Safety Car virtuell. Ist gleich. Das zweifle ich auch ein bisschen an. 11, so, ja gut, roundabout 11 Sekunden, ja. Aber die da oben, ich habe es ja im Stream schon ein paar Mal gesagt, verstehe ich auch nicht ganz. Zeitverlust in der Boxengasse in 19 Sekunden und grüne Flagge, keine Gefahr auf der Strecke, 17 Sekunden. Das ist doch ein und dasselbe. Da geht es ja auch um die Boxengasse. Das habe ich noch nicht verstanden, was sie da neun, wie sie auf 19 und wie sie auf 17 kommen. Das, vielleicht weiß das wer, schreibt es bitte gerne rein. Ich habe es noch nicht genau geschnallt, was sie da genau meinen. Ist jetzt aber nicht so wichtig.
Aber mich interessiert es nur persönlich jetzt. Da können wir natürlich jetzt schauen, ungefähr die Komponenten, also die Reifenleistung, wie lange sie halten, wie das mit Abbau ausschaut. Ja, der rote baut natürlich am krassesten ab. Zwischen Gelb und Weiß ist jetzt gar nicht so der wilde Unterschied vom Abbau her. Kann man sich so ein bisschen am Zettel schreiben. Wettertechnisch sollte in Saudi-Arabien, glaube ich, trocken bleiben. Ja, dann würde ich sagen, haben wir mal alles durch soweit und gehen rein und werden das Training plus das Quali schnell machen im Schnelldurchlauf. Dieser Part, den ich jetzt aufnehme, wäre natürlich auch interessant, generell vielleicht so zu machen. Vielleicht diese Serie, oder? Oder soll ich da auch livestreamen? Ich weiß nicht. Da sind Parts mit Red Bull hier und Ferrari weiter im Livestream, ist mir gerade so eingefallen, wäre durchaus so ein Modell, das vielleicht gar nicht so schlecht ist, oder? Ich weiß nicht. Was sagt ihr dazu? Oder soll ich trotzdem Red Bull dann auch weiter streamen? Das ist natürlich jetzt die Frage, die alle fragen, oder, Freunde? Falls ihr da Wünsche habt bezüglich, schreibt es uns gerne rein, dass ich es nach dem Urlaub dann so weitermache. Vielleicht schaffe ich heute noch das Rennen, das ich auch aufnehme. Weiß ich aber nicht sicher. Schwarzer Bildschirm, sehr geil. Oh, das ist natürlich jetzt die Einblendung oben, sorry. Das Gute ist, soll ich es jetzt aufhängen? Werde ich einen Cut machen? Wir sind hier in Ah, da ist er. wo alle voller Spannung Aber das brauchen wir uns nicht unbedingt anhören. Das brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt anhören. Wir werden vorhin rennen und das einmal wieder reinziehen, so wie im Stream. Ja, da ist nun mal bewölkt, das passt. Genau, die Setups, da wisst ihr ja eh Bescheid. Das mache ich jetzt aber mal wieder ohne euch im Discord. Unter Motorsport findet es dann eh die Setups für die meisten Strecken. Die funktionieren hier noch immer. Die neuen Strecken, was da gibt noch hier beim 23er, habe ich jetzt noch keine Setups gefunden, muss ich dann noch schauen. Aber die meisten Strecken sind eh die gleichen geblieben, deswegen gehe ich mal rein, mache mal die Setups und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Setups habe ich jetzt eingestellt. Das sind so die Meta-Setups, mehr oder weniger, die funktionieren sollten. So, ich werde jetzt aber auch probieren, das Ganze einzeln zu machen. Und zwar. Ah, ne, wir sind im Training, sorry. Sie sind ja im Training noch. Das machen wir erst dann im Quali. So, wir simulieren komplett durch einmal. Das macht die KI eigentlich eh ganz vernünftig, muss ich sagen. Respekt vor allen Leuten, die auch das Training fahren. Aber gut, wer möchte. Das ist mir dann ein bisschen zu viel. Management und Micromanagement und überhaupt. Ja, Vettel erster, sehr geil. Vor Leclerc, Ricciardo vierter. Ja, perfekt, oder? Perfekt. Aber gut, ist neues Training momentan. Ricciardo fährt nur 17 Runden und Vettel 27. Verstehe ich auch nicht ganz, aber okay. Was da die KI. Ah, okay, 88, 87. Gar nicht einmal so geil, aber. Ah, es könnte sich dann beim Quali noch ein bisschen verbessern, glaube ich. Aber ja, geht so. Könnte, ja, über 90 hätte man schon gedacht, aber das werden wir weiter beobachten. Autoteilekenntnisse, 76? Komisch. Naja. So, 91, 87, ja. Ui, da sind wir. Oh, das ist nicht geil. Ah, ja. Das könnte ein bisschen Zeit kosten, leider. Das waren diese, das hat sich sicher aus den Autoteilenkenntnissen Jetzt kommen wir zur entscheidenden Qualifying-Session. ergeben, befürchte ich. Aber gut, das ist ja die Challenge hier mit den zwei Jungs. So, und jetzt werden wir genau das machen. Schauen wir nochmal rein. Ja, das ist. Ja. Ich könnte jetzt mit diesem externen Programm noch einmal schauen. Aber die haben auch das Ganze hier verändert, sehe ich gerade. Das finde ich komisch. Ich probiere es noch einmal nachzustellen. Versuche es noch einmal zu testen. Bei ihm lassen wir es mal, ob sich noch irgendwie verändert.
So, pass auf, jetzt machen wir das nämlich so. Und dann machen wir das jedes einzeln. Haben wir das letzte Mal herausgestellt. So, Reifenmischung würde ich mal sagen. Nö, kann ich gar nichts sagen. Okay, schade. Kann nur Rot verwenden? Okay, das verstehe ich auch nicht ganz, aber okay. Ja, weiß ich jetzt nicht auf Anhieb. Das habe ich nämlich so auch noch nicht gemacht. Auch Premiere. So, wir simulieren mal bis zur nächsten Session nur, dass wir das wieder einstellen können, nämlich. Okay, Ricardo hat nicht ganz so den Speed von Vettel, aber 18, das ist dann eher, keine Ahnung. Da ist aber schon in den Verkehr geraten. So, wisst ihr was, ich werde mir das jetzt abspeichern. Und machen einen manuellen Speicherstand nochmal extra. Und ich werde dann das Ganze nach der Aufnahme einmal probieren, das Qualifying manuell zu machen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich da bessere Qualifying-Zeiten heraus... Und jetzt können wir gar nichts mehr... Ach du Schande. Okay. Also wenn ich Veränderungen mache, dann vielleicht nur mit dem einen komischen Programm, was ich noch habe. Also hundertprozentig hat es hier nicht gepasst mit Vettel anscheinend. Ja, das könnte kritisch werden. Jetzt haben wir bei ihm extra noch die besseren Teile eingebaut, oder Freunde? Geil. Und dann sowas. So, das ist eh so. Ah, das, die Didaktik ist geblieben, na immerhin. Ja, soll ich jetzt komplett simulieren? Dann machen wir nochmal eine Simulation. Jetzt können wir dort eh nichts mehr ändern, nachdem das Qualifying begonnen hat. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich glaube, das machen wir jetzt immer einzeln in dem Fall. Aber das bleibt. Ich weiß nicht, wenn ich es komplett simuliere, ob das dann bleibt. So bleibt es jetzt auf jeden Fall. So bleibt es jetzt auf jeden Fall. Können wir da noch irgendwas? Boah, ich weiß gar nicht. So, nee, da herumspielen, ehrlich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß, ein paar sind da Künstler darin und schaffen das immer auf 100%, glaube ich. Aber, ja, muss nächstes Mal mit dem, wenn es wirklich unter 90 ist, unter 90 einmal mit dem komischen Programm dann nach die Trainings einmal noch reingehen. Vielleicht verbessert sich's dann. Gut. Jetzt wird's spannend, Freunde. Jetzt wird's spannend. Jawohl, erster, dritter, Freunde. Sehr gut. Perfekt. Zeig ja, Vettel hat den Speed, obwohl er nicht so das Vertrauen ins Auto hat. Also das stimmt mich echt positiv. Und ich mache das Qualifying jetzt doch jetzt immer wieder einzeln. So gefällt mir das echt besser. Plus, ich werde es natürlich auch selber probieren. Ja, aber bei erster, dritter viel schneller. Zeiten kann ich mir auch anschauen. Viel besser werde ich es manuell auch nicht hinbringen. Nehme ich mal noch stark an. Also, ich glaube, das passt schon so, wie wir es gerade haben. Gut, Freunde. 28 Minuten. Wir sind zurück für einen weiteren Tag voller spannender F1-Action. Und, ja. Am Renntag. Der Straßenkurs von Jeddah macht die F1 zu einer noch spannenderen... Das, liebe Freunde, dann aber im nächsten Part. ...engmauern zum Verhängnis werden, wie Max Verstappen 2021 feststellen musste. Hier ist eine Frage für dich. Was denkst du, wie sich Daniel Ricciardo gerade fühlt? Der Fahrer befindet sich im Moment in einer guten Position. Es ist ziemlich klar, welche Erwartungen an ihn gestellt wurden und er hat sie erfüllt. Das wird ein herausforderndes, aber zweifellos aufregendes Rennen hier in Jeddah. Genau. Sehr schön. Und genau hier werden wir nämlich speichern, Freunde. Nein, nicht Ferrari, aufpassen. Und so ein 16.8. Das ist das andere Rennen gewesen, oder? Ja, genau. Das werden wir jetzt überschreiben. Das ist der aktuelle Speicherstand, das passt. Genau hier werde ich jetzt auch Schluss machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Vielleicht schaffe ich es noch vor dem Urlaub, das
das Rennen aufzunehmen. Jetzt haben wir schon 10 Sekunden vor 30. Ja, jetzt schaffe ich es nicht mehr, dass ich unter 30 bleibe, egal. Ja, was wollte ich jetzt sagen? 50 Runden, okay, 31 Grad, ja, das geht ja, alles safe soweit, alles gut. Ja, mal schauen, ob ich jetzt vor dem Urlaub noch schaffe, das Ganze aufzunehmen. Dann kommt es jetzt in der nächsten Woche, also Donnerstag auf Donnerstag bin ich auf Urlaub noch einmal, als kleine Randinfo. Vielleicht kommt dann da noch das Rennen, wenn nicht, mache ich es dann danach. Wenn ich es jetzt heute nicht mehr schaffe, am letzten Tag, am Mittwoch hier noch das Rennen noch aufzunehmen. Ja. Dann können wir so ausmachen, ob ich in Zukunft vielleicht das, die Variante hier oder die, den Speicherstand oder das Gameplay hier mit Red Bull, ob man das weiter im Format Parts mache oder auch Livestream wie bei Ferrari. Aber ich finde die Idee gar nicht so schlecht, dass wir das Ganze vielleicht in Parts einfach machen. Dann ist das ein bisschen anders. Da könnt ihr das auch entspannt mitverfolgen, aber wie gesagt, da könnt ihr mir gerne dann auch noch unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr lieber Livestream habt oder Parts. Wie gesagt, jetzt bei der Urlaubswoche mache ich es mal so, dass ich den einen oder anderen Part eben habe, den ich hochladen kann, zumindest, dass nicht in der Woche komplett nichts passiert. Und ihr habt auch vielleicht das eine oder andere mal kurz zwischen zum Schauen. Ja, wie auch immer. Das soll es mal für heute gewesen sein und ich, wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe das Rennen noch. Wenn nicht, machen wir es einfach, nachdem ich wieder zurückkomme. Oder zurückgekommen bin. Ja, ich werde im nächsten Livestream dann bei Ferrari auch nochmal reinfragen, ob es das hier eher in dem Format sehen wollt oder weiter mit Livestreams. Das werden wir dann demnächst eruieren. Wenn nicht, suche ich es mal einfach selber aus und wir werden dann mit der Zeit schon sehen, was dann eventuell beliebter ist. Gut, das war's. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich fliege dann bald nach Griechenland, wie gesagt. Und ja, vielleicht schaffe ich es Rennen noch, das heute aufnehmen. Wenn nicht, machen wir es nach dem Urlaub. Also, danke fürs Einschalten. Danke für jeden, der vielleicht ein Däumchen gedrückt hat. Und dann sehen wir uns ja, spätestens nach dem Urlaub wieder. Oder im nächsten Video, wenn es sich so ausgeht, noch. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.